Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei, jenes wunderbare Buch von Nosrat Pezeshkian, das dieses Jahr 40 Jahre alt wird. Und heute lese ich die Geschichte Schatten auf der Sonnenuhr. Im Orient wollte einst ein König seinen Untertanen eine Freude bereiten und brachte ihnen, die keine Uhr kannten, von einer Reise eine Sonnenuhr mit. Sein Geschenk veränderte das Leben der Menschen im Reich. Sie begannen, die Tageszeiten zu unterscheiden und ihre Zeit einzuteilen. Sie wurden pünktlicher, ordentlicher, zuverlässiger und fleißiger und brachten es zu großem Reichtum und Wohlstand. Als der König starb, überlegten sich die Untertanen, wie sie die Verdienste des Verstorbenen würdigen könnten. Und weil die Sonnenuhr das Symbol für die Gnade des Königs und die Ursache des Erfolgs der Bürger war, beschlossen sie, um die Sonnenuhr einen prachtvollen Tempel mit goldenem Kuppeldach zu bauen. Doch als der Tempel vollendet war und sich die Kuppel über der Sonnenuhr wölbte, erreichten die Sonnenstrahlen die Uhr nicht mehr. Der Schatten, der den Bürgern die Zeit gezeigt hatte, war verschwunden. Der gemeinsame Orientierungspunkt, die Sonnenuhr, verdeckt. Der eine Bürger war nicht mehr pünktlich, der andere nicht mehr zuverlässig, der dritte nicht mehr fleißig. Jeder ging seinen Weg und das Königreich zerfiel. Diese im Volksmund überlieferte orientalische Geschichte greift den Vergleich mit dem Licht auf. Das Licht, dem für Zarathustra-Anhänger das Wesen der Wahrheit entspricht, wird in Beziehung zu den menschlichen Fähigkeiten gesetzt. In einer anderen Metapher werden die auf die Fähigkeit des Menschen störend einwirkenden Faktoren mit dem Schmutz verglichen, der die Spiegelfläche trübt. Hier sind sie dagegen als Tempel umschrieben. Der schillernde Begriff der Fähigkeiten wird von Abdu'l-Bahá durch das Konzept der Einzigartigkeit ergänzt, wobei der Erzieher mit dem Gärtner und der Mensch, das Kind, mit Pflanzen verglichen werden. Und auch dazu gibt es eine wunderbare Geschichte in Der Kaufmann und der Papagei, aber diese Geschichte werde ich erst morgen vorlesen. Und wünsche euch für heute einen wunderbaren Tag und freue mich drauf, wenn ihr morgen auch wieder einschaltet bei einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei. Bis dann.